372.000. Das ist die Anzahl der Obdachlosen in Deutschland. Ich kann sie zwar nicht alle retten, doch mein Ziel ist es, so vielen wie möglich, wenn auch nur ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Deshalb habe ich vor 2 Jahren eins, vor einem Jahr 10 und dieses Jahr 20 Geschenke vorbereitet, die ich ihnen zur Weihnachtszeit, der Zeit der Besinnung, übergeben möchte. Doch bevor es dazu kam, so entstand alles. Ich glaube, es wird eine sehr lange Nacht. Also wenn sich jetzt irgendjemand denkt, dafür braucht man eine Firma. Um so eine Aktion zu machen, braucht ihr gar nichts. Jeder von euch kann anderen Menschen eine Freude machen. Es braucht manchmal gar nicht viel. Dieses Paket ist gut gefüllt. Es fängt an mit einem Hoodie. Dann haben wir noch eine Jogginghose. Eine kuschelige, warme Decke für den Winter. Eins und bevor die kaputt geht, wir haben hier noch Zahnputzzeug. Und damit der Sponsor des heutigen Videos, unter anderem Y-Food. Vielen Dank für die ganzen Produkte. Wir haben hier reichlich Trinkmahlzeiten. Das Ganze sieht ungefähr so aus. Davon haben wir nicht nur ein Paket, sondern ganz viele. Der Hauptsponsor dieser Aktion ist Hasebikes. Vielen Dank fürs Ermöglichen. Übrigens an der Stelle danke ans gesamte Team. Da liegt doch jemand, oder? Ich würde dir gerne etwas schenken zu Weihnachten, ja? Soll ich sie hier hinstellen? Bitte schön, ich stelle sie hier hin. Da ist ein bisschen warme Kleidung und sowas drin und was zu essen für dich. Ja? Das erste Paket ist verschenkt und das ist wirklich hart zu sehen, wie die Menschen so gar nichts haben und am Boden sind. Und wir können die Menschen nicht retten, aber vielleicht können wir denen eine kleine Freude bereiten. Das ist das Ziel für heute. Entschuldigung, ist hier jemand drin? Sorry fürs Stören. Wir haben hier Weihnachtsgeschenke. Bist du alleine da? Frohe Weihnachten. Der Wohnungsmarkt in Berlin sieht ganz schlecht aus. Unterkünfte genauso schlimm. Also zurzeit sieht es überall ganz, ganz mau aus. So Leute, wir sind auf der Suche nach dem nächsten. Hast du Hunger? Ja. Das kannst du trinken und dann hast du keinen Hunger mehr. Das ist wie eine Mahlzeit. Da sind alle Inhaltsstoffe drin. Das heißt Y-Food. Und es schmeckt auch noch super gut. Hoffe ich konnte dir eine kleine Freude machen, ja? Ja, na klar, danke. Ja. Alles Gute dir. Was sagst du denn zu dem Fahrrad? Sieht verrückt aus, oder? Ja. Du darfst dir immer aussuchen, was du haben willst. Eine Lederbox. Und Rechnung geht auf mich, ja? Aber pass auf, das Wechselgeld, das gebe ich dir auch nochmal hier. Jo, und dann wünsche ich dir alles Gute und guten Appetit, ja? Definiere Glück. Glück ist es, anderen Leuten zu helfen und etwas zu geben. Auch wenn es was Kleines ist. Ja, Leute, es geht, glaube ich, alles manchmal schneller, als man denkt. Das Schicksal dieser Leute ist sehr traurig und nicht auf diese Menschen herabschauen, sondern versuche ihnen zu helfen, die Konversation suchen. Und ich würde sagen, es geht auf zu den nächsten Obdachlosen. Ah, guck mal, die packen es gerade aus. Teilen auch untereinander, das finde ich auch schön zu sehen. Er hat polnisch übersetzt, was hast du denn gesagt? So, ich hatte die wegen dem Lebenslauf gefragt, wie es passiert ist, dass er auf die Straße gekommen ist. Er hat sich am Handgelenk verletzt, hatte wohl angeblich 3 Operationen. Seitdem kann er nicht mehr arbeiten und deswegen lebt er auf der Straße. Sehr nice, haben wir den nächsten glücklich gemacht. Und wir müssen aufpassen, es regnet, die Pakete werden nass. Während wir die nächsten Obdachlosen gesucht haben, haben wir jetzt hier ganz nette Menschen gefunden. Möchtest du einmal kurz zusammenfassen, was ich hier veranstaltet habe? Wir sind kein Verein, wir sind ja einfach ganz normale Menschen, die jeden Monat hier stehen und was für unsere Bedürftigen und Obdachlosen Mitmenschen machen. Besonders in der Winterzeit ist es ja wahrscheinlich besonders hart für die Obdachlosen. Ja. Da werden die auch ungeduldiger. Also ja. Es ist echt ein Überlebenskampf und das merken wir. Hast du im Verhältnis der letzten Jahre eine Veränderung gesehen? Werden es mehr, werden es weniger? Es werden immer mehr Rentner. Immer mehr Rentner? Immer mehr Rentner. Das ist echt traurig. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, Deutschland kümmert sich um jeden, außer um die eigenen Bürger. Ne? So sieht es aus, ja. Also wir haben hier viele Rentner, die berichten, die bekommen 600 Euro Rente. Mhm. Und in der Mitte des Monats ist das Geld alle und die sind einfach dankbar. Ich finde es großartig, dass es so Menschen wie dich gibt, die das machen. Und ich würde euch gerne für nächstes Jahr schon mal eine kleine Spende überreichen. Das sind 100 Euro. Ja. Dankeschön. Vielen Dank euch. Danke. Cool. Danke, danke. Das ist für dich? Nein, echt. Wie lange ist es her, dass du ein Weihnachtsgeschenk bekommst? Ich glaube 10 Jahre. 10 Jahre? Wann ist heute der Tag? Ich bin seit 12 Jahren auf der Straße. Wahrscheinlich auch harte Schicksalsschläge dann gehabt? Natürlich. Mein Vater ist gestorben, wo ich 4 war. Da ging es schon los und dann war ich halt da auf der Straße und seit, ich glaube, 12 Jahren. Ey, aber ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei, das Geschenk auszupacken. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich danke dir. Es macht so viel Spaß. Macht Spaß? Ja, so wie jedes Jahr. Ich habe euch gesagt, ich werde das immer weitermachen, bis ich 100 Pakete habe. Ansonsten bin ich auf der Straße, ja. Pass auf, wir geben dir ein Paket, okay? Gut, danke. Wir schenken dir ein Paket. Danke. Hier, bitteschön. Danke dir.
Ich bin Oliver. Oliver, freut mich. Ich bin Nico. Sehr und zwar schön. Haben wir hier eine kleine Aktion. Ich versuche jedes Jahr Sachen an Obdachlose zu schenken und jedes Mal mehr. Also vor 2 Jahren war es 1 Paket, letztes Jahr waren 10 und diesmal 20. Mhm. Und irgendwann möchte ich 100 Pakete erreichen. Und dir würde ich jetzt gerne dieses Weihnachtspaket überreichen. Das ist schön, vielen Dank. Schön, wenn man guckt, die sind alle so glücklich, dass sie jetzt was zu essen bekommen. Ja, man blickt hier in lachende Gesichter, das ist wirklich schön. Das ist eine Decke. Super. Socken. Socken sind die besten, das brauche ich sowieso. Feuchttücher braucht man immer. Das, pass auf, das ist Waifu. Ja, ich kenne das, das ist das Beste. Das Beste? This is food, komplette Mahlzeit, ne? Genau, macht auch gut satt, ne? Den nehme ich direkt gleich. Cool, freut mich. Ja, man erlebt viel von Leuten, die zu viel getrunken haben, bis hin, aber auch positive Dinge. Positive Dinge, was unsere Mitmenschen wie dich angeht, die auch ein Auge für einen haben und auch fragen oder hinterfragen. Ja, man muss sich halt umstrukturieren und mit den Straßen leben. Ja, man hat halt weniger. Ein Pullover und eine Hose. Genau. Das ist eine Unterhose. Schlipper. Genau. Das ist ein Schlipper. Ja. Genau das kann ich gebrauchen. Ich muss sagen, mir habt ihr eine Freude gemacht. Cool, genau das war unser Ziel. Also mir hat er geholfen. Das ist jetzt eine ziemlich persönliche Frage. Hast du noch Hoffnung, dass du von der Straße irgendwann runterkommst? Selbstverständlich. Ja? Selbstverständlich. Das ist jetzt hier. Bis wann schaffst du das? 1,5 bis 2 Jahren vielleicht maximal. Dann habe ich es runtergeschafft von der Straße. Ich wünsche dir alles Gute. Wenn du möchtest, kannst du das Paket jetzt oder später aufmachen. Ja, große Aktion. Vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid. Dankeschön. Darf ich fragen, wie du heißt? Freut mich. Ich bin Nico und zwar würden wir dir gerne ein Weihnachtsgeschenk machen. Wie lange ist es her, dass du ein richtiges Geschenk bekommen hast? Oh, wie lange ist das her? Schon eine Weile. Ja. 3, 4 Jahre, 5 Jahre. Und das ist jetzt eine persönliche Frage, die du nicht beantworten musst. Ja? Möchtest du uns erzählen, wie du auf die Straße gekommen bist? Nee. Nee, ist kein Problem. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Geschenk. Der tut einfach zu doll weh. Verstehe ich. Manchmal bin ich obdachlos, bin ich aber. Weil die wissen nicht alles über mir. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Ja? Die ganzen Pakete sind von einem Sponsor finanziert, der heißt Hasebikes. Ohne den wäre das nicht möglich, deswegen machen wir auch das Video und so weiter. Cool, ja. So viele Leute auf YouTube haben so viel Reichweite, aber nutzen die nur für die falschen Sachen. Und wenn man auch sowas damit machen kann, dann finde ich, ist das sehr viel wert. So das Mindeste. Aber lebst du auch auf der Straße? Ja, logisch. Sonst wäre ich ja nicht hier. Weil du bist so schick angezogen. Ich bin schick angezogen. Hast du Lust für unsere Zuschauer einfach mal so ein paar Sachen zu erzählen, die dir im Kopf geblieben sind? Wie lange lebst du schon auf der Straße? 11 Jahre. 11 Jahre. Dann hast du viel erlebt. Ja, könnte man schon so sagen, ja. Der Zusammenhalt mit meinen Freunden ist mir halt sehr wichtig. Dass man auf die zählen kann und auf die bauen kann. Ihr unterstützt euch auch gegenseitig und teilt? Ja, natürlich, unbedingt. Ja? Also ohne meine Freunde wäre ich gar nichts auf der Straße, da wäre ich wahrscheinlich schon hinüber. Hast du auch, gibt es da so verschiedene Gruppierungen und helft ihr euch alle miteinander oder gibt es da schon mal die ein oder andere Streitigkeit? Nein, es gibt schon Streitigkeiten, aber unsere Freunde, also unsere, wir haben immer eine Gruppen, die zusammenhängen, wir unterstützen uns, wir gehen zusammen schnorren, gehen zusammen Flaschen sammeln und damit wir halt über die Runden kommen. Ich lasse dich nicht jetzt zu lange warten, wir haben jetzt hier ein Paket für dich. Hey, das ist ja cool. Ein goldenes Paket. Schön, dass er das macht und auch das Auge dafür habt. Ja. Und dass Leute das möglich machen. Ja, ich hoffe, dass die Zuschauer das nachmachen. Das ist viel, viel mehr wert, als irgendwie irgendwo Geld hineinzuschmeißen. Was dann nicht ankommt eventuell. Genau, eventuell. Also direkt helfen ist immer mit das Beste. Zum Beispiel der Schlafsack ist für einen Kollegen, der hat keinen. Finde ich voll cool, wie ihr teilt. Das machen viele Menschen leider nicht mehr. Geil. Kennst du Y-Food? Ja, kenne ich. Ja. Hier, das ist Pulver. Das ist wie die normalen Flaschen. Das muss ein bisschen mit Wasser. Wie soll ich das? Also nur mit Wasser? Genau, mit Wasser. Ey, freut mich. Dankeschön. Sehr gerne, mein Lieber. Hast du gewisse Pläne und Ziele, wann du von der Straße runter bist? Unbedingt. Also erstmal eigene Wohnung wieder und dann Job wieder und dann wieder arbeiten. Du schaffst das. Frohe Weihnachten. Leider haben wir keine Geschenke mehr, tut uns leid. Leider haben wir nichts mehr. Pass auf, ich gebe dir jetzt 50 Euro und du kannst dir davon selber alles kaufen. Ja. Aber ich möchte, dass du mir versprichst, dass du davon bitte, tut mir leid, es ist hart, aber dass du davon keine Drogen und kein Alkohol kriegst. Nein, mach ich nicht. Weil dafür gebe ich es dir nicht. Okay? Ja, danke. Alles Gute. Schönen Dank. Sehr gerne. Ich habe wenig Geld im Monat zur Verfügung. Mir ist wirklich dreckig, wie es zur Ostzeit wunderbar, ja. Kann man sagen, ich habe eine kleine Rente von 700 Mark, ja. Muss meine Miete bezahlen, ich weiß manchmal kaum noch, wie ich das zu bezahlen habe. Ja, die Preise sind ja so hoch geworden. Ja. Und schönen Dank noch. Okay.
Kein Problem. Frohe ja, Weihnachten. Ich wünsche alles Gute. Wünsche ich auch. Schönen Dank noch. Ja, Leute, wir sind alles losgeworden. Einerseits hat man natürlich so ein Mitgefühl, aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir heute vielen Leuten eine Freude machen konnten. Auf jeden Fall ein richtig großes Dankeschön an Hasebikes, den Hauptsponsor des heutigen Events. Und nächstes Jahr machen wir das Gleiche. Ich möchte noch was sagen. Ja. Und zwar im Namen von dem da und ihr da, danke, dass du das machst. Ich danke euch, ich danke euch. Es kommt schließlich von deinen Partnern und deinem privaten Geld. Wir helfen dir nur, aber wir sagen auch danke. Ich danke euch allen. Vielen Dank für die Hilfe. Und damit war es das mit dem Video. Bitte nachmachen. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.